von der Q19. Bei mir sind der DQHA-Präsident Hubertus Lühring und der DQHA-Vizepräsident Markus Pfeiffer und möchten euch recht herzlich begrüßen auf der diesjährigen Q-Show. Ihr beide, das ist Nennungsrekord dieses Jahr, die größte Show aller Zeiten, die größte Futurity. Was bedeutet das für die DQHA und die Show? Das bedeutet für uns unwahrscheinlich viel Arbeit, viel Vorbereitung. Wir haben alles in Bewegung gesetzt, dass wir auch allen gerecht werden, auch wenn es viele Starter sind. Natürlich, nach den Nennergebnissen haben wir uns auch bemüht, noch zwei neue Richter dazu zu bekommen, um einfach das Ganze besser abzudecken und ein super Ergebnis zu bekommen bei so einer Starterfeld, also einer Menge an Startern. Interessant, das ist natürlich eine große Arbeit bei dieser großen Show. Was meint ihr, was sind die Highlights dieses Jahr? Oh, die Highlights fangen ja an, heute speziell mit 60 Starter im Green Trail. Für mich als, ich sag mal, Holterman ganz toll. Two-year-old Mares in der Futurity, 26 Starter. Also wo hat es das gegeben in Europa? Also über Jahrzehnte nicht mehr. Wir haben natürlich aufgrund der vielen Starter haben wir eine Bestätigung unseres Zuchtprogramms, dass das Zuchtprogramm Früchte trägt, dass wir wachsen und gedeihen und dass die Idee des Zuchtprogramms auch Sinn macht und Sinn findet. Und was wollt ihr den Teilnehmern für dieses Jahr noch mit auf den Weg geben? Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit hier in der Sörs in Aachen. Wir wünschen euch viel Erfolg und alles, was ihr euch wünscht, wünschen wir euch auch. Ja, natürlich. Was wünscht man nicht mehr? Erfolg. Und ich sage mal wieder meinen Worten, Erfolg ist eine kleine Chance verpackt in eine harte Arbeit. Und dieses Jahr im Oktober ist immer das Resultat. Da werden die Ergebnisse gezählt. Und ich drücke allen die Daumen, die nach hierhin kommen und wünsche viel, viel, viel Spaß in Aachen. Danke ihr beiden für das Interview. Eine schöne Zeit auf der Kuh.